Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 8. Ich wollte schon sagen, Wii Reborn, aber nein, falsches LP. und zwar gehen wir jetzt mal... erstmal darüber. Man geht doch irgendwann mal dieses S-Level A, 30.000 G wieder weg. Nö, ne? Hab's gerade schön geklitscht. Ist klar. Dankeschön, Spiel. Du mich auch. Geht wirklich nicht mehr weg. Was ist denn das jetzt? Jedenfalls, wir sehen mal zu, dass wir eine der Nebenquests erfüllen. Das wäre zum einen, das kotzt mich gerade so ein bisschen an, weil das ist für voll im Weg. Ich sehe nicht, wo ich bin. Einmal hier unten. Ein, was haben wir schon davon gemacht? Wir wollen jetzt nämlich der UFO-Quest nachgehen. So eine kleine... ist eigentlich ein Easter Egg, würde ich fast behaupten. Man kann es als Easter Egg bezeichnen, würde ich sagen. Was habe ich mir aufgeschrieben? Westliches Gebiet, okay. Wo ist es denn? Da. Okay. Vermutlich das hier. Es gibt halt 4 Fundorte des UFOs. Und, wie mich das gerade nervt, diese Anzeige. Ich würde vielleicht auch mal kurz mein Zelt benutzen, dass ich hier nicht ganz halbtot rumlaufe. Und zwar brauchen wir dafür vor allen Dingen, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, die Gegner-Null-Kopplung, genau, haben wir schon. Denn durch die Gegner-Null-Kopplung nehmen wir quasi die Zufallskämpfe raus. Muss mal kurz schauen, wo bin ich jetzt hier? Genau. Die Kashuk-Bar-Wüste, Wüste wollte ich schon sagen. Und im westlichen Gebiet davon kann man einen Gegner finden, auch mit Gegner-Null. Und das ist halt dieses UFO. Muss man so ein bisschen rumlaufen und irgendwann kommt es dann halt oder eben nicht. Muss man mal gucken. Das ist halt so wie so ein Zufallskampf. Halt, wie gesagt, das ist nur, dass man eben nicht das Ganze los wird durch Gegner Null. Weiß auch nicht ganz, ob es hier im Wüstensand ist oder ob es eher an der Küste ist oder so. Muss man einfach mal schauen. Das ist vollkommen zufällig. Da, 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 da. Da, da, da. Ich hoffe ja nicht auf der Insel dort. Bin ich mir nicht gerade sicher. Ich habe mich eher nur, naja, marginal darauf vorbereitet. Bei Vin Hill hat man es ja gesehen, dass es ziemlich schnell ging. Das war eher aus Versehen. Ich meine, wir sind zu Vin Hill gelaufen und schon war es da, ne? UFO Bliss. Ja, immer diese ungenauen Angaben. Ich habe diese Angabe übrigens aus dem offiziellen Lösungsbuch. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr genau. Gehen wir mal halt mal ins nördliche Gebiet der Kashuk-Bar-Wüste. Ich meine, das westliche Gebiet ist schon relativ großräumig, ne? Weiß nicht, ob man darüber kommt, theoretisch. Oder also, ob das da drüben das auch sein könnte, dass es auf dieser Insel kommt. Na komm, wir fliegen mal rüber. Vielleicht ist es doch auf der Insel. Auch wenn das eigentlich ja dann da gestanden hätte, glaube ich. Dies ist jetzt merkwürdig, dass jetzt hier kein Kampf kommt. Weil das hatten wir definitiv noch nicht, soweit ich weiß. Ja, wenn zumindest neu, wenn wir das schon gehabt hätten. Nee, ist ja eine Kaktoinsel. Das hätte dann da gestanden, glaube ich. Mann! Das ist typisch LP, ne? Funktioniert nie so, wie man denkt. Warum auch? Probier es einfach hier nochmal. Muss er dann wohl hier sein? Westlich? Ne, warte mal, ich bin auch doof, ne? Bin echt doof. Ich laufe hier im Osten und... Ja. So streckt man einen LP in die Länge. Heute mit Zeta. Also dann hier. Vermute ich einfach mal. Ja. How peinlich can you go? Oh Mann. Alter, wie. Hauptsache erstmal Osten mit Westen vertauschen.
so, das ist quasi die zweite Begegnung mit diesem UFO. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Westen und Osten vertauscht. Na gut. Ist auch schon spät, kann ich jetzt einmal so sagen. Es ist schon nach um 12, ja? Ich darf da gar nicht mehr munter sein eigentlich. Okay, dann fliegt man nach Timber. Gott verdammt, wo war nochmal Timber? Timber war, glaube ich, auf der Insel da drüben. Oh ja, wie gesagt, Vin Hill ist halt da, wo ich gerade drauf zufliege eigentlich. Das ist Vin Hill. Irgendwann sind wir auch mal da. Ich meine, was soll ich jetzt sagen, ne? Wir suchen ein UFO und sind selber quasi eine Untertasse. Hä? Ich verwirrt sein? Wo ist Timber hin? Sie haben Timber ausgelöscht. Nein! Hä? Was zur Hölle? Ich war doch vorhin noch bei Timber. Also, ich habe vorhin noch was kurz überprüft, aber... Ja, doch. Nee, hä? Alter, werd langsam wahnsinnig. Hier, nicht Timber, Vin Hill, wollte ich sagen. Hier ist Vin Hill. Hier ist dann auch noch so ein Spot, hier um Vin Hill herum. Da findet ihr dann quasi den vierten Spot, den wir jetzt nicht mehr suchen können, da ich ihn halt schon mal aus Versehen getriggert habe. Leider Gottes, tut mir halt auch wirklich nicht leid. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was Timber war. Timber. Könnt ihr auch kurz landen und nachschauen, ne? Ich glaube, man müsste ja nicht mehr landen. Man könnte einfach auch mal Select drücken. Also, ich bin genau richtig geflogen. Und zwar an der Küste davon. So. Also südlich davon an der Küste. Da. Naja, das fliege ich immer kurz. Mit zu weit. So wie halt die Reichen denken. Ne? Hier 2 Meter ist mir zu weit. Fahr ich mit dem Auto bis zum Bäcker. So, an dieser Küste gibt es dann den dritten Treffpunkt mit dem coolen UFO. Zumindest wenn das diese Küste ist. Ne, das ist die Lenkerebene. Die Frage ist, ob das trotzdem als Küste zählt. Da, bada, 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 bada. Bin halt wieder mal top vorbereitet, ne? Muss man schon mal so sagen. Also, ich bin schon hier professionell wie eh und je. Ah, die Quest ist auch nicht lang. Da kann ich mir so ein bisschen Zeit lassen und rumsuchen. War das nicht die Monday-Küste? Ist ja voll doof, wenn das nicht die Monday-Küste ist. Was könnte dann noch die Monday-Küste sein? Südlich von Timber. Ist aber nur mal das südlich von Timber. Oder die meinen allgemein hier an der Kante. Oder die meinen das da drüben auf der Insel. Das könnte auch noch sein. Gucken wir nochmal, ob es jetzt auf dem Rückweg kommt. Wenn nicht, dann gehe ich mal auf die Insel dort. Ha. Oder ich habe mich wieder schön verschrieben. Kann auch sein. Hier noch irgendwo eine Küste. Das ist noch eine Küste. Guck ich mal nach hier. Weil jetzt eigentlich schon wieder fast zu nah an Vin Hill dran ist, oder? Nehmen wir sie. Was steht hier da? Wo bin ich jetzt hier? Shenandoah-Hügel. Eher nicht. Ach ja, okay. Guck mal, wo hier noch eine Küste ist. Ich überlege auch gerade, Monday-Küste hat auch noch eine andere Quest, was zu sagen. Aber habe ich leider schon wieder vergessen. Ich guck mal, ob das hier ist. Aber es müsste das sein. Also wenn es die anderen beiden Dinge nicht war, dann... Nantucket-Insel.
Das auch nicht. Aber das da oben war schon Timber, ne? Hab ich jetzt nicht verschaut. Nee, es ist Timber. Ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee kommt, danach zu suchen. Ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass irgendjemand dann danach sucht. Weißt du? So von wegen, so, ich gucke jetzt mal, ob es irgendwelche Easter Eggs gibt. Aber wobei, ich habe damals, glaube ich, selber auch zwei gefunden. Aus Versehen. Ah, das könnte es noch sein. Zwar nicht ganz südlich, aber... Gleise blockieren mit dem Raumschiff wäre auch mal was. Nicht ganz südlich, aber ich glaube, das ist sogar die Monday-Küste. Ja. Ich erinnere mich. Für irgendwas brauchte man die, ne? Für irgendein Monster, was es nur hier gibt. Gut. Das wäre dann das dritte. Was gab's denn noch an der Monday-Küste? Irgendwas gab's noch an der Monday-Küste. Ich habe noch irgendeinen Hinweis oder irgendeinen Tipp oder sowas. Ich glaube, von einer anderen Nebenquest. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, ich wurde hinabgestuft. Oh. Ja, so ist es halt, wenn man die ganze Zeit mit Gegnern nur rumläuft. Ist mir auch relativ egal. Dazu habe ich ja jetzt... Sag mal, wo ist mein Raumschiff hin? Hat schon einen Gleisen abgestellt extra, um es wiederzufinden. Hä? Raumschiff ist weg! Jemand hat mein Raumschiff... Oh, nee, ist es. Jemand hat mein Raumschiff geklaut. Ich muss aber einen Polizei rufen. Jemand hat mein Raumschiff geklaut. Was? Okay, und dann müssen wir hoch zu Drabia. Irgendwo. Südlich der Hades-Halbinsel in Drabia. Hades-Halbinsel. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welche Halbinsel gemeint ist. Tja, ne? Könnte zum Beispiel die hier sein. Bin ich hier? Erdwig-Halbinsel. Da will ich nicht hin. Dann vielleicht das da. Klein, aber fein vielleicht. Man weiß es halt nicht. Ups. Im Wasser möchte ich dann doch nicht landen. Ich weiß es nicht. Bin ich hier? Nee. Ist eine Eisebene. Weiß nicht. Was ist das hier? Immer noch Erdwig-Halbinsel. Hm. Gibt also zwei, die Halbinsel heißen. Okay. Drabia ist auch relativ groß, hat relativ viele Halbinseln. Ist ein bisschen blöd, ne? Ich denke auch gerade, was es denn noch sein könnte. Es müsste eigentlich eine relativ große Halbinsel sein. Sonst würden sie es ja nicht so schreiben. Ich guck mal, ob es das hier noch ist. Vielleicht, man weiß es halt nicht. Und es ist die Winterinsel. Na gut, wenn das schon so ein allgemeiner Begriff ist, dann gibt es ja auch keine Halbinsel. Dann sehe ich eigentlich bloß noch zwei, drei sinnvolle Formen, oder sinnvolle Orte. Wobei ich als erstes vermute, dass da hinten. Halt auch noch Drabia, soweit ich weiß. Oder das ganz im Süden, könnte es auch noch sein. Ich guck mal ganz im Süden zuerst. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass es... Hier die Südspitze ist. Doch, ist es, weil es keine Halbinsel ist. Sah aus wie eine. Entschuldigung. Dahin wollte ich zunächst gucken. Wobei, ist das eine Halbinsel? Weiß ich gerade nicht. Hier ist schon mal ein Chocobo-Wald. Da wollen wir aber noch nicht hin in dieser Folge. Und es ist... Wicke-Eisebene. Dachte ich mir fast, dass es keine Halbinsel ist. Was ist das hier? Das ist die Thor-Halbinsel. Hm. Close enough. Ja, wie viele gibt's denn da noch? Na, fuck.
Eine Halbinsel. Zumindest nicht viel Offensichtliches. Steig ein, dumme Sau. Da hat man noch vielleicht das da. Also die Halbinsel sehe ich jetzt vielleicht noch. Und dann hört es aber langsam auf. Und wenn es da im Süden sein soll, dann ist es ja eher dann... irgendwo da. Ah, hier ist es auch. Okay, wir sind richtig. Und davon im Süden. Ba, 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 ba. Im Süden. Bin ich immer noch auf der Helios-Halbinsel? Ja. Hier irgendwo. Oder? Bin ja schon noch in, auf der Helios... ja, doch. Ist noch Helios-Halbinsel. Da, 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 da. Ich liebe die Overworld-Musik. Gib mir den UFO-Kampf, das ist der letzte, du Sau. Nicht ganz. War jetzt ein bisschen gelogen. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Quest. Bisschen mehr. Wenn er jetzt mal kommen würde, bin sowas von eindeutig richtig diesmal, weißt du? Laut Beschreibung. Einfach mal alles ablaufen. Manchmal ist es auch einfach nur halbwegs falsch beschriftet und die meinen hier eigentlich einen Eingang oder sowas. Gucken, ab wann ist denn hier nicht mehr das zum Beispiel mit der Torhalbinsel. Wenn ich jetzt hier oben lang gehe, ist das denn eine Torhalbinsel? Ist ja alles manchmal ein bisschen schwammig beschriftet. Nächste wieder Helios. Gucken, vielleicht ist das auch bei denen Süden, ich weiß es nicht. Oder mal an der Küste gucken. Offensichtlich nicht. Gibt ja auch, wie gesagt, überhaupt keinen Hinweis darauf, wo denn hier welche Halbinsel anfängt und aufhört. Beziehungsweise gibt auch keinen Hinweis darauf, wo denn das blöde UFO denn mehr erscheint. Meine Idee wäre jetzt noch außerhalb vom Gebirge, hier drüben irgendwo. Aber nee, ist auch nichts. Zählt das noch als Helios-Halbinsel? Oh ja, guck. Das ist auch noch die Helios-Halbinsel. Könnte es auch hier irgendwo noch sein. Immer noch Helios-Halbinsel? Ja. Auch blöd, wenn die Gebiete so riesig sind, ne? Ah, hier am Krater quasi, oder was? Oder wie? Was ist das eigentlich für ein Krater? Frage ich mich gerade so. Ist das der... achso, ist bestimmt der fehlgeleitete Raketenabschuss. Der damals sein Ziel quasi verfehlt hat. Ist das immer noch Helios-Halbinsel? Nee, das ist das Wayne-Gebirge. Drollololol, das Wayne-Gebirge, verstehst du? Ja, ne, wie man vom Spiel getrollt wird. Beziehungsweise vom Lösungsbuch ja eigentlich eher. Lösungsbuch sagt, es ist hier, es sagt nein. Beziehungsweise das Spiel sagt nein. Badabab. Wetten, ich gehe jetzt wieder hier runter und dann kommt da trotzdem auf einmal der blöde Zufallskampf. Ich gehe mal jetzt hier noch am Rand lang. Manchmal ist es halt auch sowas Doofes, dass es so blöd getriggert werden muss. Oder auch nicht. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Mein Gott, da steht südlich der Helios-Dingens. Ach nee, warte. Insel südlich der Helios-Halbinsel. Ach fuck, man sollte auch genau seine eigenen Notizen lesen. Okay, also jetzt von hier aus südlich. Mein Gott, ich hab's doch dastehen. Aber wenn man das erste Wort immer überspringt, kann man es auch nicht finden. Also, Insel südlich. Insel südlich. Ist denn das hier? Nee, das ist ja keine Insel, das ist ein Kontinent. Insel südlich der Helios-Halbinsel. Was? Meinen die vielleicht nördlich und das ist das da vorne gemeint? Denn da ist eine Halb, also eine Insel. An der Helios-Insel. Aber nicht südlich. Ja.
Gut, Lösungsbuch. Du kannst mich mal ganz heftig in meinen wunderschönen Popo. Du weißt schon was. Naja, zum Glück habt ihr mich. Ich finde halt alles wieder heraus. Ist übrigens ein Kornkreis, wenn man es im gerenderten dann schlecht sieht. Man sieht es auch so schon schlecht, aber es soll einen Kornkreis darstellen. So, und jetzt müssen wir auf dem nördlichsten Plateau des Gradidiere-Waldes in Ester landen. Auf gut Deutsch. Wir fliegen jetzt ein Stück nach Süden. So, 180 Grad Wendemanöver. Und zwar quasi da. Müsste das nördlichste sein. Ich mich... Ja. Und genau hier findet man das UFO nochmal. Ein fünftes und letztes Mal. Und hier muss man einfach gegen das UFO kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob Tod was ausrichtet an dem. Nee. Also der macht halt nichts, das mal zusammenzufassen. Der ist halt einfach irgendwann tot. Und fliegt weg. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Welt zerstört. Und jetzt hat man nur noch eine einzige Aufgabe. Erstmal bekommt man hier ein Tal, ein Aegis-Talisman, was ganz cool ist. Kann man sich aber auch anders beschaffen, das ist nicht so wild. Aber das viel Wichtigere kommt erst noch. Das ist jetzt bloß so ein kleiner Trost, sag ich mal. Cool, Reflexkopplung, geil, weißt du? Hat man ja nicht auf jeder GF, warum nicht? Wir müssen jetzt noch zu einem kleinen Punkt fliegen. Fliegt mal ganz unauffällig in die Richtung, in die wir müssen. Und bevor ihr aber dahin geht, besorgt euch 5 Elixiere. Ob ihr sie kauft oder macht oder sammelt oder wie auch immer, besorgt euch 5 Elixiere. Die werdet ihr brauchen. So, denn wir müssen nochmal hier hinkommen. Das ist ein bisschen fies. Ich weiß nicht, wie man da drauf wiederum kommt. Und hier findet man den Gegner nochmal. Toll, ne? Beziehungsweise diesmal findet man halt den Alien, den man vorher halt besiegt hat in dem komischen UFO. Und der möchte von einem Elixier haben. Ich glaube, sagt er auch irgendwann. Genau. Kyo Kyo. Und zwar 5 an der Zahl, soweit ich das weiß. Mehr Elixiere, yay, sowas. Dem geht's halt kacke, er ist halt gerade abgestürzt, ne? Wirft mal halt noch 5 Elixiere in ihn hinein. Mehr Elixiere. Die Augen, ey. Sehr geil. Also was man halt nicht tun sollte, ist ihn anzugreifen. Man bekommt halt relativ minderwertige Items. Ich glaube, also man kann ihn auch fressen. Bringt einen Geschickpunkt, ist der einzige Gegner, der Geschickpunkt bringt. Und wenn man ihn tötet, bekommt man, glaube ich, einen Beschleuniger. Was auch nicht so dolle ist. Von daher ist das einzig Logische, ihm einfach die Elixiere zu geben und zu investieren. Und dann bekommt man was Schönes von ihm. So, sollte es jetzt zu weit, ich weiß, gewesen sein. Genau. Danke! Ja, die Koyo-Koyo-Karte. Und das war's auch schon. Das war der Kampf. Das war auch die UFO-Quest quasi. Können wir uns die Karte mal noch anschauen. Nichts Besonderes. Das ist nämlich die letzte Level 5-Karte hier. Ist halt, naja, Level 5 halt, ne? Dass sie ein A hat, ist schon... Im Vergleich zu den anderen halt ein Wunder, dafür hat sie auch den Rest total kacke. Naja, was soll's. Gut, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hatte nur mal wieder ein bisschen speichern und dann machen wir in der nächsten Folge, weiß ich noch nicht, mal gucken, falls ich ja eben Lust habe. Hab mir ja schon zu allen Notizen gemacht, wie ihr seht, hat es ja wunderbar funktioniert, ungefähr fast
Naja, nicht ganz. Egal. Ihr habt es jetzt gesehen. Wo jetzt die wirklichen Punkte sind, nicht wie sie im Lösungsbuch stehen, total dumm. Südlich des Hedis, der Hedis-Halbinsel. Also dann, macht's gut, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.